schaut mal, ein Gebet ist wertvoller als die Dunya und was in ihr ist. Ein Gebet. Ja, ich gehe so weit, Hadith Aisha radiallahu anha bei Imam Muslim, als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, dass er sagte, Rak'ata Salatil Fajr, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Das Gebet, das Sunna-Gebet vor Fajr ist besser als die Dunya und was in ihr ist. Allahu Akbar. Und wie viele lassen dieses Gebet? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das sogar relativ. Wenn du nur das Sunna-Gebet vor dem Fajr machst, so ist das gewaltiger im Lohn für dich als die Dunya und was in ihr ist. Wie viele Leute stehen auf um 3 Uhr, um 4 Uhr, um 5 Uhr zur Arbeit ohne Probleme, aber du siehst sie nicht beten. Und dieser Ärmste, er verdient etwas von der Dunya. Du, der du das Sunna-Gebet, nur das Sunna-Gebet gemacht hast, du hast die gesamte Dunya verdient und was in ihr ist. Liebe Geschwister, wer einmal das Gebet unterlässt, weil er berauscht ist, so ist es so, als ob ihm die Dunya entzogen wird. Dann sagte er, وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أو مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ, derjenige, der aufgrund des berauschten Zustands viermal das Gebet unterlässt, أعوذ بالله. Dieser ist nicht nur im Höllenfeuer. Schaut mal, was Allah, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt. كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من لدغة الخبال يوم القيامة. So, wenn er viermal das Gebet unterlässt, weil er besoffen war, und nochmals, die Leute unterlassen tagelang das Gebet, so hat Allah, so nimmt Allah sich das Recht heraus, und das ist keine gute Übersetzung, sondern vielmehr sagen wir, Allah wird ihn dann Radra Khabal zu trinken geben. Die Sahaba radiallahu anhum wussten nicht, was das ist. Sie sagten, وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Was ist dieses Khabal? Er sagte, عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ. Das ist der Körpersaft der Höllenbewohner, die verbrannt sind, dessen totes Fleisch riecht, die, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, alles Abscheuliche im Höllenfeuer zu essen und zu trinken bekommen, wie zum Beispiel ein Blut-Eiter-Gemisch, Rislin und andere Sachen. Das, was aus ihrem Körper heraussickert, das ist das Trinken für denjenigen, der viermal das Gebet unterlassen hat. Allahumma la taj'alna min ha'ula ya rabbal alamin. Möge Allah azza wa jalla uns alle davor bewahren. Und ein